würde gerne in diesem Film zeigen, wie man ein plastisches Porträt malt. Das heißt, wie man nachher die Pinselstriche setzt, dass das Porträt auch richtig rauskommt, dass eine Nase nach vorne kommt, als würde man es modellieren. Viele malen Porträts, kriegen es aber nicht so richtig plastisch hin. Das ist der Film, dass man das plastisch hinkriegt. Viel Spaß. Als würde man modellieren, setzt man jetzt die Pinselstriche. Würde zum Beispiel hier, wenn man jetzt den Nasenrücken malt, den Pinselstrich so hier drüber setzen. Hier, an der Seite, eher seitlich. Hier, wo es um die Wangenknochen rumgeht, würde man es eher so in diese Richtung setzen. Hier an den Seiten der Stirn, die leicht abfallend sind, würde man die Striche so zum Beispiel setzen. Hier an der Stirn kann man solche Striche setzen oder auch solche. Hier unterhalb des Wangenknochens ist meistens das relativ gerade, kann man so die Striche setzen. Hier im Bereich des Mundes geht es ein bisschen nach vorne. Also kann man so leicht gebogen die Pinselstriche hier hinsetzen. Vorne, dort, wo die Nasenspitze ist, einfach einen flachen oder so einen Strich draufsetzen. Hier unten gerne Striche, die so in diese Richtung gehen. Das Ganze werde ich gleich zeigen, ich wollte es nur einmal schematisch erklären. Hier auch leicht der Richtung des Gesichtes folgend, hier dann einen Strich entgegensetzen. Und das zeige ich jetzt mit dem Pinsel. Also, Striche für hier mache ich eher so in diese Richtung. Für die Wangenknochen, so wie der Knochen darunter auch läuft, eher so. Für die Nasenwand, so. Wie in dem Schema gezeigt. Hier vorne, also so oder so. Für den Nasenrücken, wie gezeigt, so. Man sieht schon, wie die Nase ein bisschen Plastizität gewinnt. Dadurch, wie der Pinsel gesetzt wird oder die Farbe gesetzt wird, der Pinsel geführt wird. So, hier auch. So rüber, hier auch. Leicht diese Bewegung, die ich bereits mit dem Stift eingezeichnet habe. Hier auch. Das hier, der Bereich unter dem Wangenknochen, wie erwähnt, erstmal senkrecht, nicht so viel Bewegung. Hier zwischen leichter Schatten, da wo der Wangenknochen dann in die Nase übergeht, setze ich das so dagegen. Hier, wo die Muskeln des Auges, das hier umschließen des Lides, können Sie ein bisschen rund malen. So. Hier gibt es einen Ringmuskel, der um die Augen rumläuft, damit sie die Lider öffnen und schließen können. Den kann man so ein bisschen nachmalen. In der Richtung, wie er läuft, den Pinsel setzen, zwischendurch immer wieder einen Bruch, damit es nicht aussieht, als hätte sie so kreisrunde Ränder um die Augen. Und auf der anderen Seite, im Schattenbereich, genauso. Nur mit schönen Farben für den Schatten. In diesem Fall ist überall ein bisschen Farbe des Hintergrundes, dieses leichte Chinakridon-Violett, mit drin.
hier auch so setzen. Hier auch so rum. Dann gerne auch wieder Farbe von hier mit rein. Farbe von hier auch hier mit rein. So sind nachher die Licht- und Schattenflächen nicht voneinander getrennt. Jetzt das Schönste, der Nasenrücken. Ein Strich. Nasenspitze. Unterkante. Selbst die Nase unterteile ich in verschiedene Segmente. Also hier hatten wir schon Nasenrücken, Nasenseite, die Unterkante der Nase. Bisschen Licht auf der Lippe. Und einen schönen Hinweis, es macht nichts, wenn Sie sich ein bisschen vermalen, irgendwo drüber malen, weil man kann ja immer wieder, wie hier, mit einer anderen Farbe drüber gehen. Und so die Flächen wieder ordnen. Wirklich wesentlich für mich ist, nicht jeder Strich sorgt dafür, dass das Bild jetzt einen Schritt weiter ist. Das ist für mich eine Art Pulsieren, das Malen. Das bedeutet, man setzt einen Strich, passt da, ist gut, passt da nicht, malt man wieder drüber. Es geht nicht so, ich male das mit jedem Strich das Bild ein Stück weiter fertig, sondern es geht darum, dass man wieder drüber setzt, drunter setzt, dieses Pulsieren eines Bildes lieben lernt. Bedeutet also, man setzt immer wieder Farbe, wägt ab, was gefällt mir, wo mache ich wieder was drüber. Nicht diese Eile im Bild einfach fertig machen zu wollen, sondern diesen sinnlichen Prozess des Malens Raum zu geben. Das ist wesentlich. Also es ist überhaupt kein Problem, wenn 1.000, 2.000 Striche falsch sitzen. Man kann immer wieder drüber malen. Und warum lasse ich die Augen noch weg? Warum haben wir noch nicht so starke Kontraste? Ganz einfach aus dem Grund, dass ich sonst die Mitteltöne, die feinen Töne verliere, wenn mich so stark schon Augen angucken beim Malen, weil da so viel Kontraste dann wären. Ich setze jetzt schon mal leicht und ganz zum Schluss, wenn das Bild fertig ist, dann wird da vielleicht ein Weiß erscheinen, vorher nur ein Grau. Und auch bei den Augen müssen wir modellieren. Die Augen sind rund, der Augapfel ist rund. Also, wenn von hier Licht kommt, ist er an dieser Stelle heller. Und auf der anderen Seite dunkler. Genauso auch hier. Hier ist er dunkel, hier erwischt ein ganz kleiner Lichtstrahl noch ein bisschen der Kugel, ein Teil der Kugel. So. Ghost, das sieht spannend aus. Lassen wir die Augen noch in diesem Stadium, bis das getrocknet ist, und nun noch den Hals modellieren. So können Sie sich auch schon auf das Thema Akt vorbereiten. Auch dort folge ich der Form des Körpers. Schulter.
hier. Hier das Schlüsselbein, hier vorne relativ glatt. Eher solche Striche. Hier der Hals, dort ist er rund. Also mache ich die Pinselstriche auch ein bisschen rund. Gerne, damit nicht alles rund ist, zwischendurch auch mal einen Strich in diese Richtung setzen. Auch im Schatten. Wieder ein bisschen Chinakridon-Violett mit hinein, die Farbe des Hintergrundes, damit sich der Hintergrund nicht von dem Vordergrund trennt. Gerne auch hier die Pinselstriche so formen. Also leicht rund machen. Leute, jetzt sind hier tatsächlich die Flecken so angeordnet, wie es mir gefallen würde. Aber so ein Bild kann man weiter und weiter malen. Man muss dann selber irgendwann Stopp sagen, sich entscheiden, in welchem Realismusgrad das Bild bleiben soll. Das heißt, man kann diese Flecken immer weiter, immer dichter annähern. Die Nuancen kann man immer feiner aufeinander abstimmen, sodass das Bild nachher richtig gegenständlich wird. Die Farben des Hintergrundes hatte ich erzählt, die Farben des Schattens tauchen im Licht wieder auf. Nehmt die Farben, auf die ihr Lust habt. Kopiert nicht die Farben von einem Foto, sondern nehmt das, worauf ihr Lust habt, was passt. Was passen muss, ist der Helligkeitswert der Farbe. Das wäre super. Und dann wirklich wie beim Essen abschmecken. Gucken, welche Farben gefallen mir. Ein bisschen blau, ein bisschen violett. Sowas macht dann Spaß und dann kriegt das Bild auch eine ganz eigene Farbigkeit. Wenn ihr genauer werden wollt,
Wenn ihr feinere Nuancen macht, wenn ihr wirklich viel länger noch an dem Bild malen wollt, dann kann nachher ein Realismus in diesem Grad entstehen. Selbe Technik, genau so, nur viele, viele, viele Stunden weitergemalt. Viel Spaß beim Ausprobieren und freut euch auf das nächste Video mit mir.